Die Botschaft von außerirdischen Zivilisationen. Einmal, als ich mit den höheren Wesen in Kontakt kam, erhielt ich eine Botschaft von einem außerirdischen Geist. Mit Hilfe einer spiritistischen Sitzung gab der außerirdische Geist Antworten auf die Fragen, an denen die Menschen interessiert waren. Diese Fragen lauten wie folgt: Was ist die Zukunft unserer Welt? Was ist die Zukunft unserer Erde? Der fremde Geist antwortete, dass die Erde zweifellos ein großer Ort ist, dass hier ein Kampf zwischen zwei Kräften stattfinden wird, den Kräften des Gatungdur und den Kräften des Lichts. Diese beiden Kräfte werden in einem letzten ungleichen Kampf aufeinandertreffen. Die Erde wird der Ort ihres Aufeinandertreffens sein, die entscheidende, siegreiche Schlacht der Kräfte des Lichts. Wenn die Erdbewohner keine ausreichende spirituelle Basis, kein spirituelles Wissen ansammeln, wird die Erde dem Armageddon, dem Ende der Welt, gegenüberstehen. Eine Weltflut, die unsere ganze Erde zerstören wird. Wenn die Kräfte des Lichts größer sind, wird diese Weltschlacht mit einem positiven Ergebnis beendet werden. Der Geist sagte auch, dass sehr viele Menschen auf der Erde die Existenz außerirdischer Zivilisationen anzweifeln. Das menschliche, materielle Denken lehnt die Existenz aller außerirdischen Phänomene ab. Aber in der Zwischenzeit existieren diese Phänomene ständig in unserer Welt. Der Geist sagte, dass wir in Parallelwelten leben und sie unabhängig von unserem Wissen über diese Welt existieren und dass der Mensch, je eher er sich diesen Welten zuwendet, je eher er sein niederes menschliches Selbst verleugnet, desto eher wird er mit außerirdischen Zivilisationen in Kontakt kommen. Außerirdische Zivilisationen sind geistige Treiber der Erdlinge im Evolutionsprozess. Es gibt auch feindselige außerirdische Zivilisationen von den kleinsten Planeten mit einem niedrigen spirituellen Entwicklungsstand, deren technokratisches Niveau das die Erdlinge übertroffen hat. Diese Wesen versuchen, unsere Erde zu versklaven. Und jetzt muss die Menschheit sich selbst besiegen. Der Übergang zur sechsten Rasse wird schwierig und schmerzhaft sein. Die entscheidende Schlacht zwischen den beiden Kräften des Bösen und des Guten findet bereits auf der Erde statt. Auch der Kalki-Avatar, die letzte Inkarnation von Vishnu auf der Erde, wird auf die Erde kommen. Dieser Kalki-Avatar wird gegen die Kräfte der Finsternis unter der Führung von Gangtungur, dem Boten Satans und des Antichristen, kämpfen müssen. Der Ausgang dieser entscheidenden Schlacht wird von den Erdbewohnern selbst abhängen, davon, wie viel positive Energie sich auf der Erde ansammelt, wie rein die Gedanken und Sehnen der Menschen sein werden.